Die sieben Todsünden führen uns alle in Versuchung. Und man sagt, dass sie unsere Seelen beeinflussen. Das sind Todsünden. Sie haben einen schädigenden Effekt auf unser spirituelles Leben. Wollust, Neid, Völlerei, Trägheit, Habgier, Zorn und Hochmut. Gemäß christlicher Theologie begeht man diese Todsünden bereits, wenn man bloß an sie denkt. Die Bibel sagt, Tod ist der Sünde Sold. Jede einzelne dieser Todsünden hat ihre eigene verborgene Geschichte. Die sieben Todsünden haben großen Einfluss auf unsere Geschichte, die Gesellschaft und unser Seelenleben gehabt. Man kann die Gesetze Gottes nicht brechen, ohne einen hohen Preis dafür zahlen zu müssen. Und eine Sünde fordert einen besonders hohen Preis. Die Habgier. Die sieben Todsünden sind ein wichtiges christliches Konzept, obwohl sie nicht in der Bibel niedergeschrieben sind. Zum ersten Mal erscheinen sie in der ägyptischen Wüste, über 300 Jahre nachdem das Neue Testament verfasst wurde. Um 375 nach Christus zog sich ein Mönch namens Evagrius Ponticus in ein christliches Kloster zurück. Dort begann er, die Versuchungen der menschlichen Seele zu katalogisieren und erstellte eine Liste der gefährlichsten Laster. Evagrius glaubte, es gäbe 8 furchtbare Versuchungen. Und Habgier war eine der schlimmsten. Er schrieb, die Habgier entstehe aus Hungersnöten, Krankheit und aus dem Würgegriff der Armut. Festgeschrieben wurden die sieben Todsünden erst um das Jahr 590 nach Christus, als Papst Gregor I. die Liste des Evagrius nachprüfte. Er reduzierte die Liste der 8 Versuchungen auf nunmehr 7 Todsünden. Papst Gregor zufolge war der Gierige ein Mörder. Er schrieb, wer für sich behält, was Bedürftige versorgen könnte, ermordet all diejenigen, die von seinem Überfluss hätten leben können. Die Habgier, das exzessive Verlangen nach Besitz und Reichtum, ist eine Sünde, die viele Namen trägt. Man nennt sie Habsucht, Gewinnsucht oder Geiz. Sie führt zu Hortung, Betrug, Korruption und Diebstahl. Sämtliche Menschentypen aus jeder Gesellschaftsschicht und allen Berufen sind empfänglich für Habgier. Das Problem beginnt, wenn unser Besitz uns kontrolliert und nicht wir ihn. Einige der frühesten Beispiele für die Macht und den Einfluss der Habgier gibt das Alte Testament im Buch Exodus. Am Berg Sinai überbringt Moses dem jüdischen Volk Gottes 10 Gebote. Diese grundlegenden Verhaltensregeln sollten zum Moralkodex der Gläubigen werden. Manche Religionsgelehrte nehmen an, dass das letzte Gebot, das Verbot des Begehrens, Auswirkungen auf alle anderen göttlichen Gesetze hat. Das letzte über das Begehren betrifft keine Handlungsweise. Es berührt den Geisteszustand der Habgier, aus der alle anderen entstehen. Im antiken jüdischen Gesetzestext Talmud werden die Menschen gierig oder begehen andere Sünden, weil sie einen Hang zum Bösen haben, dem Yetzer Hara. Um dieser schlechten Neigung hin zur Habgier und Selbstsucht entgegenzuwirken, erklärt der jüdische Talmud die Nächstenliebe zur Pflicht. Im Judentum muss jede Gemeinde Spendengelder zu wohltätigen Zwecken sammeln. Der Grundgedanke ist, dass wohlhabende Menschen verpflichtet sind, Bedürftigen etwas abzugeben. Das Judentum ist wesentlich weniger vom Gedanken der individuellen Sünde geleitet als das Christentum. Es wendet sich gegen die Sünde, weil diese die natürliche Ordnung der Dinge stört und weil die Gemeinde der Gottesgläubigen im Vordergrund steht. Doch trotz der heiligen Gesetze Gottes konnte sich die Sünde der Habgier im heiligen Land verbreiten.
Im Jahr 586 vor Christus zerstören die Babylonier Jerusalem. Im Buch Jeremia interpretiert der Prophet dies als Gottes Strafe für ein Volk, das der Habgier verfallen ist. Darum will ich ihre Frauen den Fremden geben und ihre Äcker denen, durch die sie verjagt werden. Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn. Das Alte Testament ist nicht die einzige antike Schrift, die vor der Habgier warnt. Um das Jahr 516 vor Christus verbreiteten sich die Lehren Buddhas in Indien. Auch diese Religion befasst sich ausführlich mit der Habgier. Als er den Bewusstseinszustand des Nirvana erreicht hatte, verkündete Buddha die vier edlen Wahrheiten, den Kern seiner Lehre. Die zweite besagt, dass das Begehren irdischer Güter oder die Habgier eine der Ursachen von Leiden ist. Buddhas Glaube an Karma führte auch zur Auffassung, dass die Gierigen zur Strafe als ewig hungrige Geister wiedergeboren würden. Es gibt ein Reich, das die Welt der hungrigen Geister genannt wird. Das sind Wesen, die nie genug bekommen können. Deshalb verwandelt sich für sie alles in Mangel und Ekel. Bis zum 3. Jahrhundert vor Christus hatte sich der Taoismus in China verbreitet. Das zentrale Schriftstück der Taoisten ist das Tao Te Ching, das dem Philosophen Lao Tse zugeschrieben wird und in dem die Habgier offen angeprangert wird. Es erklärt die Habgier offen zum Ursprung allen menschlichen Übels. Die damals bedeutendste Mittelmeerzivilisation hatte eine ähnliche Auffassung von der Beschaffenheit der Sünde. Das antike Griechenland war von Gleichgewicht fasziniert, sowohl in der Architektur als auch im Leben. Habgier galt als Exzess, der unbedingt vermieden werden musste. In der Legende des Midas findet sich eine bekannte Beschreibung der Habgier. Midas war ein reicher König, der noch mehr Reichtum begehrte. Alles, was er berührte, sollte zu Gold werden. Nachdem die Götter ihm diesen Wunsch erfüllt hatten, verwandelte Midas versehentlich sein Essen und sogar seine eigene Tochter in das leblose Metall und erkannte alsbald seinen Irrtum. Manche Griechen hörten als Kinder die Geschichte des Midas und sollten so über die Habgier nachdenken. Der griechische Philosoph Aristoteles führte als erster die Ethik als philosophische Disziplin ein. Für Aristoteles war es entscheidend, dass man die Mitte zwischen Übermaß und Mangel finden müsse, um ein gutes Leben führen zu können. Er mahnte zur Großzügigkeit, der Tugend, jedem zukommen zu lassen, was er verdient. Doch jede Tugend hat auch ihre Kehrseite. Wenn es an der eigenen Großzügigkeit mangelt, ist man Aristoteles zufolge geizig. Aristoteles erkannte überall die Habgier und schrieb: Die Habgier des Menschen ist unersättlich. Bis zum Jahr 27 vor Christus war der Ruhm Griechenlands von der wachsenden Macht Roms überschattet worden. Die Römer beherrschten große Teile der bekannten Welt. Doch viele befürchteten, dass der irdische Erfolg ihre Seelen verdorben hatte. Der römische Dichter Horaz kritisierte die Dekadenz, die er um sich herum beobachtete, und erstellte eine Liste der sieben Laster: Geiz, Ehrsucht, Neid, Zorn, Faulheit, Völlerei und Wollust. Wenn man will, war dies eine heidnische Vorwegnahme der sieben Todsünden, und Geiz, gleichbedeutend mit Habgier, stand ganz oben auf dieser Liste. Horaz glaubte allerdings nicht, dass die Habgier mit der Hölle bestraft würde. Die Strafe war das unstillbare Verlangen. Horaz fasste den Fluch der Habgier in folgender Maxime zusammen: Je mehr du besitzt, umso mehr begehrst du. In den frühen Jahren des römischen Imperiums wurde Habgier toleriert und sogar gefeiert. Doch um das Jahr 30 nach Christus zog ein jüdischer Prediger durchs Land und verdammte die Sünde mit Worten, die einen ungewöhnlich starken Einfluss auf die Menschen hatten. Jesus von Nazareth verkündete: Haltet euch fern von der Habgier, denn im Leben eines Menschen zählt nicht der übermäßige Reichtum. Er verdeutlichte die Verwerflichkeit der Habgier.
Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt besitzt und dabei seine eigene Seele verliert? Jesus hat wenig über den Wert der Anhäufung von Kapital oder Geld zu sagen. Doch er hat den Armen viel mitzuteilen. Er sagt, ihr seid die Gesegneten. Das ist offensichtlich falsch. Wir wissen ja, dass die glücklichen Menschen die Reichen sind, aber nicht in seinen Augen. Es gibt sicherlich wichtige kulturelle Gründe dafür, warum das Christentum so unverhältnismäßig fasziniert war von der Habgier. Einer davon ist wohl die Tatsache, dass zur gleichen Zeit das Geld und der Markt entstanden sind. Der große Hafen von Ostia erlaubte es dem Römischen Reich damals, den rasch expandierenden internationalen Handel zu kontrollieren. Schiffsladungen mit Nahrungsmitteln, Wein, Salz, Sklaven und anderen Gütern flossen aus den Provinzen nach Rom. Es schien, dass die Römer umso gieriger wurden, je mehr sie besaßen. Das Resultat waren Steuern in den besetzten Gebieten. Die Römer hatten eine interessante Vorgehensweise. Erst fielen sie in einem Land ein und dann forderten sie auch noch Gebühren. Sie sammelten ihre Steuern nie eigenhändig ein. Sie ließen sie von Verrätern unter den Besiegten eintreiben. Man muss vor Augen halten, dass sich Steuereintreiber bereicherten, indem sie mehr verlangten. Die von der Regierung geforderte Summe zu erhöhen, war ihre einzige Möglichkeit, etwas dabei zu verdienen. Steuereintreiber verlangten also immer mehr und bereicherten sich, indem sie sich die Schwachen und Armen zu Opfern machten. Jesus verdammte vor allem diejenigen Steuereintreiber, die ihre eigenen Brüder und Schwestern beraubten und das Geld dann einer fremden Regierung aushändigten. Seinen größten Zorn richtete Jesus jedoch gegen die Geldgeber im Tempel von Jerusalem. Diese Männer tauschten römische Währung gegen die sonst in Israel zum Kauf von Opfertieren gebräuchlichen Schekel ein. Für diesen Dienst verlangten sie eine Gebühr. Sie gleichen im Grunde den heutigen Spekulanten. Sie verlangten viel mehr, als man könnte, wenn man das gleiche Tier an einem anderen Ort gekauft und zum Tempel gebracht hätte. Sie schlugen Profit daraus. Jesus sagte, dass sie das Haus Gottes in eine Räuberhöhle verwandelt hatten. Die Sünde der Habgier würde auch beim Verrat an Jesus eine Rolle spielen. Sein Jünger Judas verkaufte ihn gegen Geld an die Römer. 30 Silberstücke waren keine große Summe. Dass er bereit war, Jesus für eine so geringe Summe zu verraten, zeigt, wie leicht bestechlich wir unter Druck sind. Nach der Kreuzigung Jesu waren die Gierigen möglicherweise erleichtert. Aber seine Anhänger erklärten nun der Habgier den Krieg. Viele halten Jesus für den Prediger der Worte: Geld ist die Wurzel allen Übels. Doch dieser Satz entstammt dem ersten Brief an Timotheus des Neuen Testaments, der dem Apostel Paulus zugeschrieben wird. Der berühmte Satz ist manchmal falsch übersetzt worden. Paulus sagt eigentlich, dass Geldgier die Wurzel allen Übels ist. An Geld ist nichts auszusetzen. Obsessive Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Die Habgier isoliert uns von unseren Mitmenschen. Der Leitsatz des Paulus wurde ins Lateinische als Radix omnium malorum avaritia übersetzt, was so viel heißt wie: Die Wurzel allen Übels ist die Habgier. Irgendwann gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurden die Worte wie ein Akrostichon übereinander geschrieben. Die Anfangsbuchstaben von Radix Omnium Malorum Avaritia ergaben Roma. So konnte man ein politisches Statement abgeben und das Wort tauchte als Graffiti an Wänden auf. Das lateinische Wort für Rom wurde so zur heimlichen Kritik der Christen an einem Reich, das ihres Erachtens von Habgier korrumpiert war. Manche Christen suchten in abgelegenen Klöstern Zuflucht vor der Korruption des Römischen Reiches. Ein Mönch namens Evagrius Ponticus sollte dort die erste Liste der Todsünden verfassen.
seine Acht-Laster-Lehre. Evagrius hielt die Sünde der Habgier für besonders gefährlich, weil sie die Angst vor der Zukunft beinhaltete. Viele Mönche legten damals ein Armutsgelübde ab und sie kamen in Versuchung, sich nicht daran zu halten, da sie etwas für die Altersfürsorge brauchten. Das Problem mit der Habgier ist aber, dass mehr nie genug ist. Wie viel braucht man, wenn man immer mehr will? Oft verspricht einem Besitz Sicherheit. Letzten Endes sind wir jedoch zu einem Leben nach dem Tod bestimmt, in dem kein Schutz vor Unsicherheit existiert. Es ist also gefährlich, zu viel Energie darauf zu verwenden und dem Geld zu viel Macht zuzugestehen. Die Acht-Laster-Lehre des Evagrius war außerhalb des Klerus wenig bekannt. Doch im Jahr 400 nach Christus verwendete Prudentius eine ähnliche Liste der Sünden, um sein episches Werk Psychomachia oder Kampf der Seele zu schreiben. Es handelt sich um eine Allegorie des Kampfes zwischen Lastern und Tugenden, der in uns allen stattfindet. Die Psychomachia beeinflusste das Denken christlicher Laien fast 1000 Jahre lang. Prudentius verwandelt die Laster und Tugenden in sprechende, lebendige Figuren eines Dramas. Prudentius war ein Genie. Zum ersten Mal wurden Sünden personifiziert. Das ist das Wichtige hier. In der Psychomachia kämpfen Laster und Tugenden in einer epischen Schlacht um Leben und Tod. Die Personifizierung ermöglichte Laien ein besseres Verständnis der spirituellen Gefahren. Mehrere Laster gehen besiegt vom Schlachtfeld und lassen ihre Waffen, ihre Juwelen und ihr Gold zurück. Die blutenden und verbrannten Körper der Toten und tödlich Verletzten liegen auf dem Schlachtfeld verstreut. Da erscheint die Habgier als eine hagere Frau. Da taucht diese verkommene Erscheinung mit ihren krallenähnlichen Händen auf und beginnt, den Leichen ihr Hab und Gut zu rauben. Prudentius schreibt, von allen Lastern ist dies das Schrecklichste. Mit Kriegsbeute beladen erspäht die Habgier eine Gruppe von Priestern, die den Tugenden zur Hilfe eilen. Sie führt sie in Versuchung, ihr Armutsgelübde zu brechen. Doch die Priester widerstehen. Die Habgier erkennt, dass die Schlacht auf diese Weise nicht gewonnen werden kann und greift auf Täuschung zurück. Sie ändert ihr Erscheinungsbild. Sie reinigt sich, zieht ein neues Kleid an und verkörpert nunmehr die Sparsamkeit. Die Habgier täuscht vor, sich um das Wohlergehen ihrer Kinder zu kümmern. Die Schliche der Habgier bleiben erfolglos und führen am Ende zu ihrem Tod. Die Psychomachia endet mit dem Sieg der Tugenden über die Laster. Doch die Sünde der Habgier sollte weiterhin gedeihen, selbst als das Römische Reich schon zusammenbrach. Jede Reue kam zu spät. Bis zum Jahr 500 nach Christus war das einst wohlhabende Rom und sein weit ausgedehntes Imperium unter der gewaltigen Schuldenlast zusammengebrochen. Habgier und andere Sünden hatten einen der mächtigsten Staaten der Weltgeschichte untergraben. Europa trat ins finstere Mittelalter ein. Die Kanalisation war jedes Jahr verstopft und es verbreiteten sich Seuchen. Ein wenig wie im postnuklearen Weltuntergangsszenarium der Mad Max-Filme. Bis zum Jahr 590 nach Christus hielt die Autorität der Kirche die westliche Gesellschaft zusammen. In dieser Zeit schrieb Papst Gregor I. die erste Kategorisierung der Versuchungen von Evagrius Ponticus zu der heute bekannten Liste der Sünden um. Wollust, Neid, Völlerei, Trägheit, Habgier, Zorn und Hochmut. Die sieben Todsünden waren geboren und alle guten Christen sollten sich vor ihnen hüten.
Vom Standpunkt der Kirche aus gesehen kann man keiner Ethik folgen, wenn man keinem Maßstab verpflichtet ist. Für Kirchengänger muss die Ethik auf der Rechenschaftspflicht gegenüber Gott beruhen. Die Grundsätze des Christentums fanden schon bald Widerhall in einer damals neuen Religion, dem Islam. Der Koran wurde im 7. Jahrhundert nach Christus vom Propheten Mohammed niedergeschrieben. Das Buch klärt Gläubige darüber auf, dass die Kontrolle niederer Instinkte wie dem der Habgier wesentlich ist für die Erlangung spiritueller Reinheit. Es gibt in der islamischen Tradition eine Metapher zur Beschreibung einer gierigen Person, die gebeugt ist unter der Last all der Dinge, die sie mit sich herumschleppt. Eine aufrechte Person hingegen ist frei von Habgier. Muslime und Christen kämpften während des gesamten Mittelalters gegeneinander. Vor allem um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Die Kreuzzüge wurden mit heiligen Worten gerechtfertigt, doch auch Habgier spielte dabei eine zentrale Rolle. In einem Zeitalter, in dem Landbesitz Wohlstand bedeutete, bot die Eroberung des gelobten Landes gute Aussichten auf Reichtümer. Der vielleicht größte aller Kreuzritter, der englische König Richard Löwenherz, fand seinen Tod durch die Sünde der Habgier. Im Jahr 1199 griff Richard eine Festung in Frankreich an, weil er dort einen Schatz vermutete. Er schickte seine Armee aus, um das Gold einzufordern, und wurde in der anschließenden Belagerung von einem Pfeil in den Hals getroffen. Er starb an Wundbrand, doch die Ursache war seine Habgier. Die Sünde der Habgier fand in der Folge auf verschiedenste Weise ihre gerechte Strafe. 1306 nahmen die Engländer die Kildrummy-Festung ein. Sie bestachen dafür einen schottischen Schmied namens Osborne. Er legte ein Feuer. Nachdem die Festung eingenommen war, verlangte Osborne seinen Lohn. Gold, so viel er tragen konnte. Die Engländer empörte seine Gier, sie schmolzen das Gold ein und gossen es ihm in den Rachen. Dieser grausame Tod fand zur gleichen Zeit statt, als Dante Alighieri an seinem Meisterwerk die göttliche Komödie schrieb und sich schreckliche Strafen für Sünder ausdachte. Unsere Vorstellung einer Hölle ist weniger biblisch als dantesk. Die Geschichte beginnt mit der visionären Begegnung Dantes mit dem verstorbenen römischen Dichter Vergil, der ihn in die Abgründe der Hölle begleitet. Dort sieht er, welches Los Sünder erwartet. Im vierten Höllenkreis entdeckt Dante die Geizigen. Sie wanken auf ewig vor und zurück, während sie versuchen, große Lasten zu bewegen, die so schwer sein mögen wie das Gold, nach dessen Besitz sie zu Lebzeiten getrachtet hatten. Die Geldhamsterer und Verschwender. Diese Sünder repräsentieren zwei Seiten derselben Medaille, die einen wie die anderen unfähig, ihren Umgang mit Geld zu kontrollieren. Dann steigen Dante und Vergil noch tiefer ins Höllenreich hinab, zum achten Höllenkreis. Hier verbüßen sündige Priester, die aus Habgier Ablasshandel betrieben haben, ihre Strafe. Ablässe waren im Grunde Sündenerlassbriefe des Papstes. Sünder kauften Ablässe, um ihre Strafe im Leben nach dem Tod zu verkürzen oder sogar zu tilgen. Diese Praktik bedeutete, dass Habgier nun von der Kirche geduldet wurde. Dante bestrafte solche Priester, indem er sie in Umkehrung des Taufrituals mit dem Kopf nach unten in den Höllenboden steckte und ihre Füße brennen ließ. Dante und Vergil ziehen weiter ins Fegefeuer, an einen Ort der Qualen für diejenigen, deren Sünden vergeben werden können. In der katholischen Doktrin werden dort Sünden durch das Leiden der Sünder bereinigt. Ihre Qualen werden mit dem Versprechen des Himmels belohnt. Als Dante ins Fegefeuer gelangt, sieht er zuerst die Sünder, die dort ihre Habgier büßen müssen. Sie liegen mit dem Gesicht nach unten im Dreck und wiederholen Psalm 119. Meine Seele liegt im Staube.
Sie liegen mit dem Gesicht nach unten im Schmutz und können ihren Blick nicht heben, um Gott zu erblicken. Das ist also Dantes abschließender Kommentar zur Sünde der Habgier. That is the ultimate comment that Dante makes on what the sin of avarice is. Dantes Inferno hat die Einstellung der Menschen zur Hölle in den nächsten 1500 Jahren entscheidend geprägt. Doch das genügte nicht, um die Kirche von der Habgier zu reinigen. Dort herrschte weiterhin die sogenannte Simonie. Als Simonie bezeichnet man die Praxis, für Beichten oder andere Dienste eines Priesters Geld zu verlangen. In vieler Hinsicht ist das die hässlichste Form der Habgier. Wenn selbst die Institution der etablierten Religion aus Habgier Geschäfte macht, gibt es keine Erlösung. Im Mittelalter kam man zu der Überzeugung, dass manche Gläubige die sieben Todsünden begingen, weil sie von Dämonen besessen waren. Die Habgier war so weit verbreitet, dass man ihr einen eigenen Dämon zuschrieb. Der Name dieses Teufels war Mammon. Christen kannten den Namen schon von der Bergpredigt, als Jesus warnte: Man kann nicht zwei Herren dienen, Mammon und Gott. Ihr müsst euch für einen entscheiden. Zu Lebzeiten Jesu war Mammon ein aramäisches Wort, das Reichtum und Besitz bezeichnete. Doch seine Bedeutung änderte sich im Mittelalter. Der Begriff wird zum Synonym für einen Dämon. Das Wort Mammon nahm im christlichen Denken eine neue Bedeutung an. Der Teufel Mammon wurde zum Werk der Hölle, Dämon der Habgier, Feind der Wohltätigkeit und Zerstörer des Friedens. Als das Mittelalter der Renaissance wich, schien die Sünde der Habgier immer noch allgegenwärtig. Im Jahr 1557 bildete der große holländische Maler Pieter Bruegel die Sünde der Habgier in der Federzeichnung »Große Fische fressen die Kleinen« ab. Die Botschaft lautet offensichtlich, dass kleine Fische da sind, um von Großen gefressen zu werden, damit das System funktioniert. Der Kapitalismus stand bevor und die Sünde der Habgier sollte von nun an ganz neue Dimensionen annehmen. Die sieben Todsünden wurden ursprünglich von der katholischen Kirche als Mahnung zur Gottesfurcht unter Gläubigen festgeschrieben. Doch schon im 16. Jahrhundert gingen Frömmigkeit und Habgier Hand in Hand. Die Europäer segelten in die neue Welt, um das Christentum zu verbreiten und Gold zu suchen. Protestanten besiedelten Nordamerika und predigten die Tugenden der harten Arbeit und Sparsamkeit, während eine aufstrebende Handelselite Reichtum anhäufte. Bis hin zum 18. Jahrhundert hatte die Welt begonnen, die Sünde der Habgier neu zu betrachten. Man nannte sie nun Kapitalismus. 1776 veröffentlichte der Moralphilosoph Adam Smith sein Werk »Wohlstand der Nationen«. Dieses Buch sollte die Bedeutung von Geld und Habgier revolutionieren. Die Amerikaner glauben, dass im Jahr 1776 nur ein großes Ereignis stattgefunden hat, die Unabhängigkeitserklärung. Doch etwas für die Weltgeschichte vielleicht ebenso Bedeutsames war die Veröffentlichung von Wohlstand der Nationen. Dieses Buch war das erste Dokument, das eine Wirtschaftslehre beinhaltete und zum Ergebnis kam, dass Kapitalismus, der individuelle Eigennutz und das Erwerbstreben, ja sogar die Habgier, wirtschaftlich förderlich sein können. Adam Smith gilt als Begründer der klassischen Volkswirtschaftslehre. Er schrieb in seinem Werk »Der ethischen Gefühle« über den offensichtlichen Vorteil eigennützigen Handelns für die Gesellschaft und sah die Wirtschaftswelt geleitet von einer unsichtbaren Hand. Die unsichtbare Hand ist der Eigennutzen. Habgier ist die Motivation für Handel und Transaktionen.
Wir tauschen Dinge, die wir weniger wertschätzen, gegen etwas ein, das uns wertvoll erscheint. Adam Smith geht davon aus, dass sich durch die sogenannte unsichtbare Hand von Millionen von Menschen, die eigennützig handeln und sich am Markt bereichern, für alle Vorteile ergeben. Smith setzte seine Abhandlung über die Habgier mit dem Werk Wohlstand der Nationen fort und schrieb dort über den Hang des Menschen zum Egoismus und zur Habgier. Das Vorhandensein von Habgier ist in der Wirtschaft eine wesentliche Voraussetzung. Die Leute sind motiviert, mehr zu konsumieren. Und das wirtschaftliche Argument dabei ist, dass man Habgier mittels freier und konkurrierender Märkte zur Erlangung gesellschaftlichen Wohlstands nutzbar machen kann. Zur gleichen Zeit entstand aber auch ein schrecklicher Nebeneffekt der freien Marktwirtschaft und der Habgier: Sklavenhandel. Man schätzt, dass auf der langen Reise von Afrika in die neue Welt zwischen 10% und 20% der afrikanischen Sklaven und der weißen Schiffsbesatzung starben. Dieser Verlust war jedoch einkalkuliert. Als das 18. Jahrhundert anbrach, bewirkte die industrielle Revolution einen weiteren Wandel in der Einstellung des Menschen zur Habgier. Die Sklaverei endete mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Doch eine neue Schicht von Armen wurde unter schrecklichen Arbeitsbedingungen in städtischen Fabriken ausgebeutet. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich die USA als reichste Nation der Welt etabliert. Dies brachte jedoch auch gierige Profitjäger auf den Plan, die sogenannten Raubritter. Das waren Bankiers und Geschäftsleute, die großen Reichtum durch unethische und wettbewerbsschädigende Praktiken anhäuften. Die Raubritter besitzen die Bahn, die Banken und so viel von den USA, dass die allgemeine Freiheit dadurch eingeschränkt und gefährdet wird. Einer der skrupellosesten dieser Männer hieß Jay Gould. Der New Yorker Bahneigentümer verfiel 1869 der Sünde der Habgier, als er versuchte, einen brillanten Plan zur Manipulation des Gütermarktes umzusetzen. Erst nötigte Jay Gould Präsidenten dazu, den Goldverkauf der Regierung einzufrieren. Währenddessen kaufte Jay Gould heimlich große Mengen Gold, um den Markt zu beherrschen. Der Goldpreis stieg ins Astronomische und beeinflusste den gesamten Gütermarkt. Vor allem aber den Preis von Weizen. Jay Gould rechnete mit einem Anstieg des Weizenpreises. Die Farmer im Westen des Landes sollten dazu gezwungen werden, mehr Weizen in Zügen, die ihm gehörten, nach Osten zu transportieren. Jay Gould kontrollierte alles, den Weizen, die Züge und das Gold. Gould hatte jedoch Pech. Präsident Ulysses Simpson Grant bekam davon Wind und die Regierung verkaufte sofort Gold im Wert von 4 Millionen Dollar. Wodurch die inflationären Preise effektiv gesenkt wurden. Jay Goulds Plan scheiterte. Goulds Beziehungen zu dem Politiker William Boss Tweed bewahrten ihn vor einer Gefängnisstrafe. Während seines irdischen Lebens hat Jay Gould für seine Habgier wohl kaum büßen müssen. Als er starb, wurde sein Vermögen auf 72 Millionen Dollar geschätzt. Das entspricht mehr als 1,6 Milliarden in heutiger Währung. Der Kapitalismus hat schon immer die Saat der Maßlosigkeit in sich getragen. Er veranlasst Menschen zu einem gewissen Maß an Ehrgeiz, Egoismus und auch Habgier. Doch das goldene Zeitalter der Raubritter sollte nicht lange Bestand haben. Präsident Theodore Roosevelt verabschiedete Gesetze zum Kartellrecht, die sich gegen diejenigen richteten, die er Übeltäter des Wohlstands nannte. Wir wollen ein kapitalistisches System, aber keines, von dem nur wenige profitieren. Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren eine progressive Ära und es wurden Gesetze zum Kartellrecht erlassen, um die Konzentrierung großen Reichtums auf wenige Öl- und Bahngesellschaften zu beenden. 1911 veranlasste der oberste Gerichtshof der USA die Aufteilung der Standard Oil Company des Millionärs John D. Rockefeller. Ein Monopol, das 70% der amerikanischen Raffinerien kontrollierte. Aus Standard Oil wurden 34 einzelne Gesellschaften.
Der Aktienwert der neuen Gesellschaften stieg steil nach oben. Und da Rockefeller überall Aktien besaß, verdreifachte sich sein Reichtum. Rockefeller wurde zum reichsten Mann der Welt. Dieser Moment sollte zum Wendepunkt in der Entwicklungsgeschichte der Sünde der Habgier werden. Als die Wirtschaftsmacht der USA im 20. Jahrhundert weiter wuchs, veränderte sich auch das Verständnis dieser Sünde entscheidend. Das 20. Jahrhundert sollte mit seinen Höhen und Tiefen zum Jahrhundert der Habgier werden. Der Börseneinbruch vom 29. Oktober 1929 löste die Weltwirtschaftskrise aus. Einer der Hauptgründe für die Krise lag in einem schlecht regulierten Bankensystem, das wenigen Gierigen erlaubte, auf Kosten der Masse extrem reich zu werden. Die Motivation der Börsenspekulanten ist meines Erachtens Habgier und Eigennutz. Es gibt Leute, die geringe Geldsummen in sehr große Geldsummen verwandeln wollen und bereit sind, dabei ein Risiko einzugehen. Doch der Börseneinbruch zog die gesamte Wirtschaft mit in den Abgrund. Die Sünde der Habgier hätte fast das ganze Land ruiniert. Eine Konsequenz des Börseneinbruchs war die Angst vor großen Geschäften und es folgte eine Welle wirtschaftlicher und sozialer Reformen. Die Börse erlebte in den folgenden 50 Jahren Höhen und Tiefen. Doch in den 1980er Jahren waren US-Amerikaner wieder bereit, der Habgier nachzugeben. In den 80er und den 90er Jahren und vielleicht noch zu Anfang des 21. Jahrhunderts werden nicht nur Außenseiter und Unternehmer gefeiert, sondern auch Leute, die extrem viel Geld angehäuft haben und im Grunde alles kontrollieren. Die 1980er Jahre wurden schon zum Jahrzehnt der Habgier getauft, bevor sie überhaupt zu Ende waren. Die USA gingen mit glänzendem Beispiel voran. Als Ronald Reagans Wirtschaftsliberalismus Steuern senkte, Sozialgelder kürzte und dadurch die Wirtschaft deregulierte. Habgier kann die Politik untergraben. Reiche Unternehmen erhalten staatliche Unterstützung, Subventionen, Unternehmensbegünstigungen, Steuernachlässe. Der Film Wall Street aus dem Jahr 1987 fasst dieses Szenarium am besten zusammen. Die Hauptfigur, Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas, erklärt, Habgier ist gut. Amerikaner scheinen sich heutzutage darin einig zu sein. 50% aller Amerikaner besitzen Aktien. Wir glauben eines Tages das große Los zu ziehen und deshalb investieren wir in Aktien. Doch Millionen von Menschen versuchen gleichzeitig an der Börse Geld zu machen. Aber das ist unmöglich, weil sie ja selbst der Markt sind. Die Bibel nennt die Habgier eine Sünde. Doch Wissenschaftler behaupten, sie sei natürlich veranlagt und basiere nicht auf der Versuchung des Teufels, sondern auf neurologischen Prozessen. Alle unsere Aktionen basieren auf im Gehirn strömenden Neuronen. Die Kernspintomographie und andere hochentwickelte Technologien zeigen genau, was im menschlichen Gehirn bei gierigem Verhalten geschieht. Man könnte es als das Verlangen nach viel Besitz definieren. Wenn man etwas unbedingt haben will und es auch bekommt, wird der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet, der einen glücklich macht. Um Dopamin zu bekommen, drücken Tiere so lange einen Hebel, bis sie an einer Überdosis sterben. Warum klickst du nicht auf Start? Je größer der Ballon, umso mehr Geld bekommt man? Genau. In diesem Risikotest der Verhaltensforschung blasen Testpersonen computergenerierte Ballons auf. Je größer sie werden, umso mehr Geld bekommt man. Wenn die Testperson zu gierig wird, platzt der Ballon und alles ist verloren. Es geht hier nicht darum, ob jemand gierig ist oder nicht. Es geht um das Ausmaß der Gier und darum, wie wir sie mäßigen können. Wie können wir unsere Habgier kontrollieren? Um herauszufinden, wie Habgier Geschäftsverhandlungen beeinflusst, verwendet Gary Bolton, Ökonom an der Penn State University, einen faszinierenden Test mit dem Titel Ultimatum Game. In dem Spiel versuchen zwei Verhandlungspartner, sich zu einigen, wie sie $20 aufteilen können. Einer kann dem anderen $5 anbieten und selbst $15 behalten. Der andere kann die $5 annehmen oder ablehnen. Wenn sich beide einig sind, wird das Geld 15-5 aufgeteilt. Wenn das Angebot abgelehnt wird, gehen beide leer aus. Das sind die Regeln und es gibt keine neuen Versuche. Man spielt nur einmal. Fast die Hälfte der Anbieter ist gierig und bietet die kleinstmögliche Summe an.
Nahezu der gleiche Prozentsatz nimmt dieses Mindestangebot an, um überhaupt etwas zu bekommen. Womöglich sind beide Seiten gierig, nur manche weniger ehrgeizig. Doch 10% der Testpersonen haben eine andere Einstellung zur Habgier. Sie bestehen auf eine gerechte Aufteilung des Geldes und gehen lieber leer aus, als ein ungerechtes Angebot anzunehmen. Jeder sollte die gleiche Geldsumme erhalten. Diese Gruppe scheint Habgier grundsätzlich abzulehnen. Doch sind diese Leute wirklich frei von Habgier? Oder ist es nur eine Frage der Definition? Man muss das traditionelle Verständnis von Habgier nach materiellem Besitz etwas erweitern. Menschen wollen materielle Dinge, aber sie wollen auch soziales Ansehen. Sie wollen fair behandelt werden, aber auch viel für sich selbst. Das Begehren ist ein Funke, mit dem entweder der Teufel oder die DNA das Feuer der Habgier entfacht. Ich glaube, dass alle Menschen gierig sind. Deshalb halte ich es für einen Teil unseres biologischen Grundmusters. Doch wenn die Wissenschaft beweisen kann, dass Gier in unserer DNA verankert ist, muss das dann auch bedeuten, dass wir sie nicht kontrollieren können? Papst Gregor und Evagrius behaupteten, die Habgier sei eine Sünde. Raubritter und Hollywood-Ikonen behaupteten, Habgier sei etwas Gutes. Wer hat wohl recht? Ganz gleich, wie die Antwort lautet, eines ist gewiss. Das ist die Habgier. Man wird sie nie besiegen können.